Gleich zwei gute Vorschläge für deinen Zwei-Personen-Hawaii-Urlaub. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Themen rund um die USA. Und ich starte auch direkt durch. Wer es dorthin nicht zu weit hat, fliegt mit der Lufthansa am 18. Januar von Berlin per Direktflug nach Newark in New Jersey und hat damit nur knappe 20 Kilometer bis nach Manhattan. Hier könntet ihr beispielsweise im Historic Mayfair Hotel Times Square nächtigen, was momentan preisreduziert ist und für drei Nächte 397 Euro kostet. Billiger geht's mit Airbnbs außerhalb Manhattans. Am 21. geht's dann erneut per Direktflug weiter nach Honolulu, wo ihr nachmittags landet und euch für eine ganze Woche im Ewa Hotel Waikiki niederlasst. Ist jetzt kein besonderer Luxus, aber nicht schlecht bewertet und auf jeden Fall bezahlbar. 200 Meter sind's zu Fuß zum Strand, zum Honolulu Zoo sind's 150 Meter. Wer die Insel gern mit dem Auto erkunden mag, müsste für ein SUV 257 Euro bezahlen. Ein Kleinwagen kostet allerdings schon fast dasselbe, nämlich 243. Vom 28. auf den 29. Januar würde dann der Rückflug nach Newark erfolgen. Dort hättet ihr nochmal zwei Nächte, bevor es wieder Richtung Heimat geht. Jetzt aber mal zu den ganzen Kosten. Die Flüge von Berlin nach Newark und zurück liegen bei 704 Euro für beide. Vom JFK nach Honolulu und zurück geht's für 927. Für das Hotel in der Nähe des Times Square kämen einmal 397 und einmal 232 Euro auf uns zu. Das Waikiki Hotel kostet 954 Euro. Sowohl in Manhattan als auch auf Oahu sind Airbnbs verboten worden, daher gibt's hier nur noch die teure Variante. Wer einfach damit zurechtkommt, müsste bis hierher 3214 Euro berappen. Mit Auto kämen wir auf 3471. Pro Person also 1736 Euro plus Verpflegung und Taschengeld. Dann gibt's noch eine ganz andere Möglichkeit, diesmal für Mai. Ab Frankfurt fliegt ihr mit Condor bis Seattle, drei Stunden später geht's mit Alaska Airlines rüber nach Oahu. Hierfür belaufen sich die Kosten inklusive Koffer auf 1549 Euro. In Honolulu bekommen wir ein Angebot im Waikiki Condo High Floor Views Beaches Convention Center. Ja genau, macht den Namen doch einfach noch länger. 1903 Euro, Achtung, nicht stornierbar. Jede Wohneinheit hat ein eigenes Badezimmer und eine Dusche, eine Klimaanlage, einen Flachbild-TV sowie einen Kühlschrank. Es gibt eine Mikrowelle, eine Herdplatte und einen Toaster sowie auch eine Kaffeemaschine in der Küche. Insgesamt ist es etwas weiter entfernt vom Strand als sein Vorgänger, nämlich 1,2 Kilometer. Viele Bewertungen zeichnen ein klares Bild. Lage und Ausstattung waren super, die Aussicht aus dem 38. Stock war wunderschön, die Gastgeberin war freundlich und gut erreichbar. Sehr gut, die Lage ist sehr gut, geniale Aussicht, 7-Eleven direkt vor der Tür. Sehr gute Lage, Strand ist zu Fuß erreichbar. Direkt gegenüber gibt es ein paar Foodtrucks, wo man sehr gut essen kann. Und so weiter. Ein Mietwagen würde für die Zeit des Aufenthalts dort 750 Euro kosten. Die Luxuskarosse käme auf 1100, falls den jemand brauchen sollte. Wenn man zwei Wochen dort ist, hat man natürlich die Möglichkeit, auch eine oder mehrere der anderen Inseln zu besuchen. Nur muss man dann auch 60 bis 75 Euro pro Person pro Strecke obendrauf rechnen. Und noch zusätzlich 30 Euro je Koffer. Das kann also deutlich aufs Portemonnaie gehen. So wie ich es jetzt gezeigt habe, müssten wir für die Flüge 1549 zahlen, 1903 für die Unterkunft, 750 für den Mietwagen und kämen auf eine Summe von 4202 Euro. In diesem Fall allerdings auch ganze 14 Nächte auf Hawaii für zwei Leute. Und auch hier kommen natürlich wieder Eintritte, Verpflegung und solche Sachen hinzu. Du kannst natürlich gern schauen, ob du mit dem Verschieben der Daten noch günstiger wegkommst oder vielleicht sogar den Abflughafen ändern kannst. Ich schlage hier einfach mal was vor, damit ersichtlich wird, dass auch Hawaii erschwinglich sein kann, wenn man die Ansprüche nicht zu hoch ansetzt. Teurer geht's natürlich immer. Lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Klingel, damit du solche Tipps nicht mehr verpasst. Daumen und Kommentar sind optional. Ich danke fürs Dranbleiben. Stay tuned and have a good one.